Hallo, seid gegrüßt. Ich stehe hier mitten im Regenwald. Okay, es ist der Regenwald im Krefelder Zoo. Boah, ich sag euch, es ist warm hier oben. Boah. Spinne. Ja, wie ihr seht, wandere ich hier gemütlich durch den Zoo. War einfach ein schönes Wetter und wir haben uns gedacht, wir gehen mal in den Zoo, da waren wir schon ewig nicht mehr. Ja, nachdem jetzt tatsächlich fast die 1000 Abonnenten erreicht sind, Abonnenten und Abonnentinnen, habe ich mir gedacht, es wird mal wieder Zeit für ein kleines Vakuum. Der letzte Vakuum, da hatte ich ja 3 Videos zu gedreht. Die verlinke ich euch unten in der Beschreibung. Dann könnt ihr mal nachschauen, welche Fragen ihr mir so schon gestellt hattet. Damit ihr jetzt nicht nochmal die gleichen Fragen stellt. Wenn ihr also irgendwelche Fragen habt, die ich vielleicht im letzten Vakuum, welchen ich euch unten verlinke, nicht beantwortet habe, dann stellt sie mir einfach in den Kommentaren und ich versuche nach Möglichkeit darauf zu antworten. Naja, sagen, das war es dann auch. Ich gehe mir jetzt noch ein paar Tierchen angucken. Wenn ihr Lust habt, schaut noch ein bisschen zu. Viel Spannendes kommt nicht mehr. Ansonsten, wir sehen uns. Bis zu Tage, macht's gut. Ciao. Boah, ich sag euch, hier im Affenhaus stinkt es wie Hulle. Boah, kann kaum atmen. Ich sag euch, auch im Vogelhaus ist es richtig schwül. Falls es den einen oder anderen interessiert, die Aufnahmen heute entstanden mit der Sony CX250E. Dazu hatte ich ja mal ein Video gedreht. Verlinke ich. Die Tierchen haben sich schon zur Ruhe gelegt. Wie im Gesamten, es ist auch bereits sehr still hier. Wir haben 6:30 und ich glaube, ich bin hier so mit der Einzige unter wilden Tieren. Wobei ich natürlich das Wildeste bin. So, ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Ist ein bisschen blöd, wenn die Leute immer um einen rumlaufen. Macht mich doch ein wenig nervös, muss ich gestehen. Aber wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Fragen habt,
die mir vielleicht noch nicht gestellt worden sind, die ich noch nicht so in meinen Videos beantwortet habe. Schreibt sie unten in die Kommentare und ich versuche mein Möglichstes. Also, bis dann. Mach's gut. Ciao.